Hallo und herzlich willkommen hier mit in diesen wunderbaren Waldklängen, die einmal zum Entspannen einladen. Ich bin der Lord Langster und will heute nicht mit euch entspannen. Wir wollen heute Monster kloppen und gehen jetzt hier mal weiter voran. Wir befinden uns hier im Wald. So nennt man das hier, glaube ich. Also ich weiß jetzt nicht, was für ein Wald. Das ist auf jeden Fall im DLC Prepare to Die. Und haben im letzten Part, glaube ich, schon so ein bisschen mitbekommen, dass wir eine Prinzessin retten sollen. Und ja, ich glaube, da machen wir uns heute mal auf den Weg. Aber erstmal sollte ich hier mein Zeug reparieren. Meine Heilbarde eigentlich. Achso, ich habe keine Seelen. Eigentlich beim letzten Boss so ein bisschen Schaden davon getragen hat. Ja, dann braucht er erstmal hier ein kleines bisschen Seelen. Scheiße. Ja, lassen wir das erstmal und müssen wir beim nächsten Feuer dran denken. Ah, und ich bin so froh, dass es alles vernünftig und ordentlich weitergeht. Ihr wisst ja gar nicht, was mir da beim letzten Mal passiert ist. Ich habe nämlich eigentlich die Rohdaten von dem letzten Part, den ihr auf YouTube schon gesehen habt, gelöscht. Tatsächlich. Und mir ist das erst 3 oder 4 Tage später dann aufgefallen, nämlich am Sonntag, also der letzte Sonntag, wo ich das Ganze dann rendern wollte. Und da dachte ich mir, oh Scheiße. Und das war ja auch noch so ein wichtiger Part, ne, mit den 4 Königen, die wir ja erlegen wollten und eben der Zugang, wie man in das DLC reinkommt. Und Dark Souls speichert ja selbstständig, da kann man ja eigentlich einfach ein Safe Game davor dann anwählen und Pustekuchen, man nimmt nochmal auf, es geht einfach nicht, ne? Also die Daten wären weg gewesen. Habe dann jedoch ein gutes Datenrettungstool gefunden, was mir da große Hilfe geleistet hat und ich konnte alle meine, ja, fast 36 GB Dateien, also es waren mehrere Dateien, insgesamt 36 GB groß, konnte ich quasi recovern. Hatte ich ein bisschen Glück, dass das auf meiner externen Festplatte liegt und da wird nicht so viel rumgeschrieben, deswegen gab es die Cluster noch und oh Gott sei Dank, ich konnte dann die Rohdaten wiederherstellen und euch das Video somit anbieten. Ihr habt es gesehen im letzten Part und ja, jetzt geht's ganz normal weiter. Deswegen bin ich auch so ein bisschen verspätet jetzt immer die Tage, weil ja, das hat mich richtig down gemacht, ne? Habe ich einfach diese verdammten Daten gelöscht. Wollte ich gar nicht. So, aber gebrabbelt. Da hören wir schon was. Die ersten sind auf dem Weg. Wir werden uns stellen. Und dann haben wir ja hier das letzte Mal so ein... Lol, der ist noch runtergefallen. So ein Riesen gestellt. Den wollen wir heute auftöten. Ja. Da hinten steht noch einer. Ich sehe ihn schon. Ich sehe dich. Hallo. Komm mal zu dir hin, hallo, kannst du mir helfen? Weißt du, wo es hier lang geht? Hallo? Hallo, ich komme, ich bin noch nicht so schnell mit der schweren Rüstung. Warte, ich bin gleich da. Ich habe nur eine Frage, nicht weglaufen. Also, warte, weißt du, vielleicht kannst du mir sagen, wo die Prinzessin ist? Hallo, ich suche die Prinzessin. Oh, oh, da kommt noch einer. Oh, hat mir den Bogen gestochen, das gibt's doch gar nicht. Hat er mir in den Popo gestochen? Okay, er hat es versucht, meine Rüstung. Meine Rüstung hat es natürlich abgehalten. Boah, hier kann ich vielleicht backsteppen. Ne, der guckt mich an. Tschüss! Ja. Der versteckt sich. Hier findet er mich nicht. Ich darf einmal hier stehen. Ja. Komisch, hier war doch gerade noch eine Vogelscheuche. Wo ist sie denn hin? Ach, hoch, hat sie mich. Oh, jetzt weiß ich. Okay, jetzt weiß ich natürlich, warum du mich da so ein bisschen verarscht hast. Oh, ich habe keinen getroffen. Mit meinem Rundumschlag. Jetzt bin ich tot. Oh. Alter. Ja, okay. Doch nicht so dumm, die Vogelscheuche. Hat sie mich mal schön in den Hinterhalt gelockt. Kacke. Kacke. Doof gelaufen, würde ich mal sagen.
Naja, komm mal, nochmal hin. Ich schieb's einfach wieder darauf, dass ich noch nicht warm gespielt bin. Ne? Daran wird's liegen. Ich bin noch nicht warm. Na kommt, ihr Süßen. Ich komme diesmal auf rechts rum. Ich komme euch entgegen im königlichen Wald. Lol. Ist er jetzt hingefallen oder was ist mit dem passiert? Er wollte sich wahrscheinlich auf mich stürzen. So, auch wenn das mit meiner schweren Rüstung so ein bisschen so aussieht wie ein lockerer Sonntagsspaziergang. Das sieht nur bei euch so aus, ne? Eigentlich arbeiten wir hier schwer. So, guck mal auf der Hut vor geistigen Gegnern. Richtig, wie man das einordnen soll, dass das hier alles so lieb und nett wirkt. Oh, da ist er. Ah. Scheiße. Boah, da hat mir schon ein bisschen Angst mit seinem Hammer, muss ich sagen. Nein! Oh, du blöder Sack, du! Na, dann werden wir da wohl ein bisschen tänzeln müssen, ne? Oh, da ist die fette Rüstung wieder blöd. An die Paladin-Rüstung. Ach ja. Ist halt schon cool, ne? Okay, die ist noch nicht voll aufgepowert. Die ist noch lange nicht so gut wie die Steinrüstung, aber bin halt schon deutlich schneller. Ja, mal das Ring nochmal an. In Verbindung jetzt mit der Maske und dem Ausdauerring. Meine Ausdauer halt auch super schnell wieder hoch. Sehen, da unten liegt also nichts, wollte ich euch mal zeigen. Nicht ein Gegenstand, wie ihr gesehen habt, und ansonsten nur Wasser. Also da muss man eigentlich nicht hin. Ich wollte es euch jetzt mal nicht vorenthalten, wie es da so ausschaut. Ne? Deswegen zu Vorführungszwecken einfach mal runtergesprungen. Ne? Ich hoffe, das klang jetzt seriös genug, damit ihr mir das abnehmt. Scheiße. So, also nochmal. Lass mal bitte ohne runterfallen. So, diesmal holen wir uns den Dicken. Diesmal kriegt er eins auf die Nase hier. Wo steht er? Ich glaube, hier links steht er schon. Komm mal her. Komm mal hierher. Jetzt waren den anderen auch wieder angelockt. So, hier haben wir jetzt ein bisschen Platz. Ich wollte gar nicht doppelt hauen. Nein, 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 nein. Boah, fuck. Oh, du bist aber auch ein blöder Drecksack, ey. Boah.
Alter! Da legt man die vier Könige hier fast im First Try und dann kommt hier so ein Schwuppen-Golem und der haut mich hier dreimal nieder, oder was? Was ist denn hier jetzt los? Ich bewege mich einfach nicht gut genug. Jetzt machen wir uns noch schneller, oder? Waffe in Gefahr. Ach Mann, ich hab doch aber hier auch keine Seelen. Kacke. Vielleicht liegt es daran, dass ich so wenig Schaden mache. Schauen wir mal schnell ein paar Seelen und dann gehen wir mal schnell meine Waffe reparieren. Reparieren. Kommt her. Ich brauche eure Seelen. Mein Schild zieht mich auch voll runter, sehe ich gerade. Ich weiß noch nicht warum, ob ich das falsch habe. Oh, das geht ja echt wieder super los, ey. Kacke. Ja, das reicht erstmal für die Waffe. Oh Mann, ey. Es tut mir super leid. 10 Minuten wieder für 10 Meter gebraucht. Oh mein Gott, und das ist jetzt der Einstieg ins DLC. Was kommt da noch auf uns zu? Ich dachte eher so nach dem ersten Boss da, ja, oh, okay, sieht jetzt busy mehr einfach aus, ne, busy weniger einfach aus, so. Oh nein, ich kann sie immer noch nicht reparieren. Aber wir können hier den Helm ziehe ich nie an. Ah, oh, hier, ich könnte mein Schild verbessern. Grauer Brocken. Dann machen wir das doch einfach. Ich habe nicht genug Seelen. Ja, sowas aber auch. So, okay. Und jetzt machen wir diesen Schwuppen-Golem einfach mal kaputt, würde ich sagen. Wir können ja mal die Schwuppen-Rüstung dazu anziehen. Die Ausdauermaske lasse ich an, um ihn zu verhöhnen. So. Boah, das war wieder ein schweres Teil, ey. So, und jetzt wollen wir doch mal sehen, wer hier der wahre moosbewachsene Scheinrüstungsgolem ist. So nenne ich die jetzt aber. Oh, wir hatten gerade die Zeit. 1,37. So, zart zu rap macht's da. So, hoffentlich komme ich jetzt auch schnell genug runter. Nein! Ich habe so Angst vor dir. Ich habe wirklich Angst vor dir. Was habe ich mir dabei gedacht, den mit so einer langsamen Rüstung anzugreifen? Ach, scheiß doch die Wand an, ey. Was ist denn mit dir los, sage mal? Jetzt wird es aber doch langsam peinlich hier. Jetzt machen wir mal einen auf super hart. Wir gehen jetzt mit ein bisschen Stoff hin. Wir machen ihn jetzt fertig damit. Oh, da sind wir nämlich super schnell hier. Schon wie Flash. Ich bin schon fast am Grand Canyon. So. Kacke, ey. Der schafft mich halt in einem Two-Hit, ne? Wenn der mich da mit seinem fetten Hammer erwischt. Und den Hammer dann auch noch so blöd rauszieht, während ich da noch so lahm aufstehen muss.
Dann habe ich schon wieder geloost. So. Kommen Sie bitte noch mal hier rüber. Jetzt killt er mich. Oh Mann! Ich wollte auch nur ein bisschen Regeneration haben. Und dann kommt er und macht mit seinem Ding nochmal auf meinen Kopf. Einfach so. Aber die Agilität stimmt jetzt schon. Also das kann man so weitermachen. Wir dürfen uns halt noch nicht treffen lassen von diesem Mongo, ey. Scheiße. Ich fühle mich langsam ein wenig in meiner Ehre gekränkt. Kann doch wohl nicht wahr sein. Bam. Bam. So. Verdammt nochmal! Du machst mir eins mit deinem dicken Schwengel. Ein bisschen zu drosseln. Das heißt, ja, wahrscheinlich wären es heute nur 40 Minuten. Aber wenn es jetzt hier so weitergeht und ich hier fast eine halbe Stunde an einem so einem blöden Mob sitze, kacke! Das wird ja sicherlich nicht der einzigste sein. Ach, fick dich doch. Also jetzt nervt's mich langsam hier. Also jetzt kriege ich langsam ein Problem hier. Ich habe mich voll gefreut auf den DLC. Ich habe mir so gedacht, boah, geil, geil, neue Gegner, geil, geil. Jetzt habe ich da so einen neuen Gegner und alles scheiße, auch voll scheiße, Scheißspiel, Dreckspiel. Vor dem. Was ist denn hier los? Du bist ja mächtiger wie die vier Könige. Okay, pass auf. Ich lass dich jetzt mal hauen, ne? Und dann. Oh nein, oh nein, oh nein! Das ging doch mal gut. Oh, einmal zu viel gehüpft. Boah. Ich bin schnell wie ein Rehkitz. Oh.
Fick dich, Mann. Hör auf damit. Ey. Was ist denn da los? Bin ich da jetzt zu schwach für oder was? Ja, ein Scheißvieh, ey. Also, so langsam muss ich mich hier mal um Spaß kümmern. Ich weiß gar nicht mehr, ob das hier Spaß macht, was ich hier mache. Boah, fast schon wieder in diese komische Nische da gerutscht. Oh nein. Lass dich mal töten, du Scheißvieh. Aber treff mich doch nicht, wenn ich hier dodge. Oh, jetzt habe ich noch so ein blödes Vieh angemacht. Mann, du Hüter des Waldes, ich will nicht mehr gegen dich kämpfen. Du bist gemein, du bist viel größer wie ich. Oh nein, jetzt macht er das wieder. Klar, dass du mich jetzt triffst. Nein! Ach, fick dich doch, Mann! Ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Wenn ich da zu nah rangehe und der hat seine blöde Axt im Boden, dann macht er. Wenn ich zu weit wegstehe, dann trifft er mich nicht. Ich bin aber nur zu nabbig. Ich bin zu nabbig. Das muss man wohl so sagen. Ich bin ein nabbiger Napp. Oh, nee. Bin ein bisschen gedämpft in meiner Stimmung jetzt. Eventuell ist das ein klein wenig nachvollziehbar. Dafür, dass der hier so. Genau, mach mich da erstmal runter. Jetzt springst du mir auf den Kopf, oder? Komm schon. Oh mein Gott, ich hab den fast noch gar nichts abgezogen. Vor allem, der dreht sich halt auch mit meinem Dodging mit. Also richtig weiter komme ich jetzt hier mit meinem agilen Auftreten auch nicht, ne? Das ist natürlich kacke. Wahrscheinlich jetzt doch noch mal mehr Schutz. Die sind einfach zu heftig, die Jungs gerade. Shit, ey. Eigentlich ist das ja kein Riesenproblem, das Vieh. Der ist mir halt nur irgendwie zu schnell. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Was ist denn jetzt? Hab ich vorbeigehauen oder was?
Das war die falsche Taste. So. Unglaublich, ey. Sind die Zwischenmobs hier schwerer wie so ein Boss? Ein Stück mehr musst du bitte machen. So. So geht's. Ich muss den Scheiß einmal wegblocken. Nein. Ha! So ein blöder Sack, ey. Ich bin ja ein Noob, ey. Mann, so schwer sind die doch gar nicht. Aber manchmal stellt man sich aber auch an wie so ein Dorfdepp, oder? Jetzt mal ehrlich. Also nicht, dass ich hier ein Dorfdepp bin, ne? Aber. Schönes Frühstück hier, das gefällt mir. Ja, dann ist jetzt wohl Ziel des Pales hier das Stückchen Wald noch zu erkunden. Oh, das ach du Scheiße, stehen noch mindestens zwei. Oh, fuck, ey. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. So. Schild oben halten. Aushalten. Dann springen wir ihn an. Schild oben. Oh, verdammt. Nein, nein, nein. Oh. Schild oben. Oh. Schild oben. Oh, jetzt brauchen wir aber Ausdauer. Alter, was der mir abzieht. So. Nein! Macht euch das Spaß? Na, wahrscheinlich schon, oder? Ihr geilt euch bestimmt dran auf, wie der Langster hier abkackt. So, jetzt möchte ich mal herausfinden, ob ich mit der Paladin den Schaden genauso wegstecke über das Blocken. Kriege ich ein bisschen mehr Schaden dann, aber ich bin auch ein bisschen schneller. Oder noch cooler wäre natürlich, wenn der eine jetzt zumindest weg wäre, ne? Wenn das so ein Gegner ist, der nur einmal spawnt, aber ich glaube es fast nicht. Haben wir beim letzten Versuch schon einen gekillt? Nee, ne? Ich glaube, der hat uns noch auch platt gemacht, also im letzten Part. Ich bin mir auch nochmal sicher. Opfer, das wissen wir. So einfach geht es dann manchmal. So, und er. Steht er da oder steht er nicht da? Ah, da ist er doch. Scheiße, ey. Ich wusste jetzt nicht, ob er nochmal zuhaut. Boah. Ja, okay. Warum denn nicht gleich so? Das war doch jetzt. War doch jetzt eigentlich ganz okay. Juhu, mit Klumpen.
Ich mag es zwar nicht, wenn irgendwas mit Klumpen ist, vor allem Soßen, aber da freue ich mich drauf. So. Oh, nicht so heftig, bitte. Jetzt wollen wir hier auch die anderen zwei auch noch killen, oder? Na kommt. So, Round 2. Oh nein, oh nein. Okay, wir haben keine geile Musik nach. Die hier, das keiner erkannt hat wahrscheinlich. Warte mal, vielleicht schaffen wir jetzt schnell. Schnell, 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 schnell. Dafür kriegst du einen. So. Warum regeneriere ich mich nicht? Habe ich jetzt Heilung gesprochen oder was? Oh 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 oh, verdammt, verdammt! Wow wow wow, bitte geh weg! Noch ein Baum hinter mir, noch ein Baum hinter mir! Zu große Heilung. Ah, ich habe gar keine Regeneration genommen. Ich bin ja ein Schmuck. Aber egal. Auch dich werden wir jetzt töten. Komm her! Genau. Hau mich! Genau. Jetzt kriegst du eine Sprungattacke ab. Zack! Oh, ein... Funkeltitanit. Kann ich meine Rüstung ein bisschen verbessern? Das ist natürlich, ne? Ganz nett. So, jetzt müssen wir den nächsten hier mitnehmen. Wollen wir die gleich benutzen? Nein, nein, oder nicht? Kommen Sie mal ran hier, bitte. Wah! Oh, das sind ja schon wieder zwei Vogelscheuchen. Die eine versucht mich hier clever zu umgehen. So. Round 3. Ich habe mir übrigens jetzt Street Fighter, das war im Angebot bei Steam, ich habe mir Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 Arcade-Version geholt. Mich deucht's, dass ich da Variety mal sie im Popo muss. Mein Gott, was habe ich? Super Street Fighter 2 war das, glaube ich, damals. Was habe ich das gerne gespielt? Boah, Alter, der bricht mir fast den Arm mit seinem fetten Ding hier. Ah, nee, lieber nicht. Ist der richtige Moment. Jetzt. Jetzt brauche ich Ausdauer. Scheuche. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, ihr seid Schweine. Oh nein. Sind das jetzt zwei? Oh nein. Oh nein. Wah. Fuck, 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 fuck. So. Komm her. Komm her! So. Na, unser müsste jetzt eigentlich hier rüber gelaufen. Oh, das ist jetzt voll uncool. Jetzt muss ich den erst bekämpfen. Schnell mal ran, bevor mein Nein! Wow, wow. Einlocken vorher. Oh,
eklige Gegner, muss ich jetzt mal sagen. Ich glaube, hier ist ein Zauberer wieder ein bisschen angenehmer unterwegs. Dann einfach, oh, guck mal, da unten steht noch einer. Oh mein Gott. Schlecht, ich werde immer besser hier im Riesen töten. Cool, cool, cool. So. Ich dachte, hier lag irgendwo was. Auch die Vogelscheuche da hinten. Ja, da müssen wir mal gucken, dass ich den anderen Riesen da auch noch platt bekomme. Komm her! Hallo? Ach, das ist doch der, der mich hier... Ja, nicht nochmal, mein Freund. Lockt er mich da zu dem Riesen? Das ist ein Arsch, oder? Mal ehrlich. Ne? Ja, zwei hübschen. Ja, na, wer willst du erst? Du willst zuerst. Oh, du kannst das ja kaum erwarten. Oh, jetzt willst du auch. Na klar, kriegst du auch was. Oh. Und da hinten sehe ich eine weitere Brücke. Oh, warum sind denn das jetzt so viel auf einmal? Das war ja gar nicht mit Klumpen, das war ja mit Blume. Lol. So, jetzt kommt der Dicke auch nochmal. Aber wir haben ordentlich dazugelernt. Wir werden ihn jetzt einfach so töten. Einfach so. Das war noch nicht der richtige Moment. Jetzt. Und jetzt müssen wir aber weg. Oh, Mann. Das ist nicht cool. Schnell. Alter. Schnell! Nein! Oh, ich depp. Ich hätte es lieber nicht machen sollen. Wow. Ha! Oh Mann, ey. Ist richtig Arbeit hier. Und wir sind noch nicht mal wirklich vorangekommen. Wächtergamaschen. Super. Habe ich so blöde Hausmeisterhosen bekommen, oder was? Oh, ja.
Stulpen der steinernen Ritter, die über den Mausoleumswald wachen. Die steinernen Ritter sind durch Magie erweckte Golems und ihre verzauberten Stulpen sind bedrückend schwer. Habe ich da keine Hosen zu der anderen Rüstung bekommen? Riesengamaschen? Steingamaschen? Habe ich doch. Oh, ich sollte hier auch wieder eine Gamasche anziehen. Ja. Wie gesagt, ich wollte ja mein Format etwas verkürzen. Ganz auf eine halbe Stunde runter nicht, aber eine Stunde wohl auch nicht mehr. Es ist einfach so zeitaufwendig, das rendert so lang und das lädt so lang hoch. Und werde ich jetzt mal hier bei 40 Minuten wieder die Reißleine ziehen. Auch wenn wir heute leider nicht so viel gesehen haben, so habt ihr doch meinen harten und beschwerlichen Kampf gegen diese Mausoleumswächter miterleben dürfen. Ich bin der Meinung, wir haben wieder gut gelernt. Ne? Das haben wir uns am Anfang voll verkloppen lassen und am Ende habe ich ja dann, ja, das heißt, eine Taktik gefunden. Ne? Wir sind Krieger und wir müssen halt auch mal Schläge abwehren und wegstecken können mit unserem Schild. Hätten wir eigentlich gleich drauf kommen können hier. Sollen nicht immer so auf Dexer machen. Wir sind kein Dexer, wir sind Krieger. Ne? Okay, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr dann beim nächsten Part auch wieder mit dabei seid. Einen wunderschönen Tag euch noch. Bye, bye. Euer Längster.